Hey Leute, wir fahren heute spontan aus Spanien. Wir fahren echt weit weg. Wir fahren nämlich nach Berlin. Yay! Was hattest du dann davon? Total bekloppt, ey. Ich habe einfach mal gesagt, komm, lass uns mal hier raus. Ein paar Tage weg. Und jetzt locken wir uns einfach hier irgendwo und mieten uns in ein Hotel ein. Wir entspannen uns kurz mal 3 Tage im Hotel. Lassen wir uns ein bisschen verwöhnen. Mal gucken, wie es wird. Wir sind zu Hause. Eigentlich sind wir zu Hause gelandet hier. Wir sind gelandet im Hotel. Oh, na, komm mal her. Und zwar das Bett ist exakt das, was wir haben. Nur in neu. Die Sessel sind genau den wir haben. Nur in grau und in neu. Den Hocker haben wir auch. Den Hocker haben wir auch. Also IKEA ist überall. Ja, bitte? Vielleicht sind wir auch falsch hier. Was denn? Wegen dem Kinderwagen, wieso weil was? vorne die Tür immer zugemacht wird. Weil die kann man auch wieder aufmachen, dass oder? Es sich zu unbequem ist. Aber Nee, ich alle finde Türen. das Zimmer an solch jetzt schön, weil es ganz ruhig ist. Ja. Alles schick. Alles Gute, das kriegen wir schon. Ja. Wir sind ja zu zweit. Dann gucken Sie mal, nur dass Sie Bescheid wissen. Dann wissen wir Bescheid. Ja, ganz genau. Einen schönen Aufenthalt. Ja, danke schön. Ja. Dann entschuldigen Sie. Kein Problem. Danke. Ah. Hier. Versteckt? Na, auf Toilette. Also. Schön. Na, auf alle Fälle haben wir unsere Ausstattung, die wir zu Hause haben, auch hier. Ja, natürlich. Es ist jetzt nicht so. Wahrscheinlich, wenn wir hier normale Gäste sind, sagen, was ist das denn? Eine Abstellkammer. Also, nein. Ich doch nicht. Also wirklich, also wirklich. Also, ich bin entrüstet. Nee, aber wunderbar. Ich finde es ja nicht so schlecht, muss ich sagen. Hier kann man wunderbar alles verwüsten und keiner kriegt es mit. Ja. Marlies, was sagst du? Ich finde es ganz gut. Ja, ohne auch. Erstmal ungewohnt. Ne? Ja, natürlich. Oh, jetzt muss ich aber erstmal was essen. Ja, komm, lass uns was bestellen. Pizza. Aufs Zimmer. Der Ausblick ist, naja, ist halt ein Hinterhof. Fenster zum Hof haben wir. Ruhig abgeschieden. Das Junge kann schreien, wie es will. Ich habe extra einen größeren Raum ausgesucht. Auch da war ja auch einer mit 10 Quadratmeter weniger. Naja, nee, alles super. Und dann wahrscheinlich ohne das Zimmer hier. Ja, alles super, perfekt. Du stellst dir die Beine? Nein, ich habe extra noch welche. Du stellst dir die Beine? Es jammert. Zeig's ja, Mama. Ja, tritt sie. Sie noch mal so. Ja, ja. Schon wieder fast hingefallen wegen dir. Ja, ja. Aber ist das nicht. Oh, sie hat die Kamera entdeckt. Fingerabdruckscan. Unbequem ist unser zweiter Vorname. Wenn Sie nicht mehr ungewohnt sind. Was ist das hier noch ein Paradies? Und? So für 3 Leute. So fein. So fein. Wie schön du laufen kannst. Und abgedreht. Zack und abgedreht. Aber voll. Was für eine Drehung. Ja, wir sind ja nicht weit gekommen, ne? Wir sind in wunderschönen Berlin gelandet, im Zentrum von Berlin am Kurfürstendamm direkt. Ist eigentlich ein schönes Hotel, wa? Ist wirklich nicht weit weg. Nee. Und zurück. Ja, ja. Ja. Ja, wir haben uns mal gedacht, einfach nur eine Auszeit. Einfach nur eine Auszeit zu nehmen. Einfach mal woanders hin, einfach mal raus. Und wenn wir jetzt hier groß in der Welt umhergucken, müssen wir sagen, dass alles wesentlich teurer ist. Na gut, soviel zu Tag 1. Was sollte man machen in Berlin an Tag 1, wenn man ankommt? Jetzt erstmal was essen. Ich jetzt müssen wir erstmal was essen, ganz genau. Dann können wir das hier abgeben, solange dann, wenn wir jetzt wieder rausgehen.
Auf alle Fälle haben wir hier einen wunderschönen Schrank. Die Fernbedienung wird jetzt schon wieder entdeckt. Ein kleines Zimmer noch hier dran. Mit ja, Hofblick, wie immer. Hier haben wir auch ein Safe, aber da sind keine Batterien drin. Also aber kein Safe. Schlüssel-Safe. Nee. Ah, da hinten ist die Dreckecke, oh, die findest du gut. Ja, und weg ist die ohne. Guck, zack. Hallo. Tag 2 morgens. Wir planen unseren Tagesablauf. Ich muss schon joggen. Mal, ich war gerade joggen. Oh, wenn es so leer draußen ist, ist es schön. Gestern wollen wir einfach nur noch was essen. Ja, aber ganz gemütlich. Einmal. Nur einmal was gegessen. Ja. Ja, genau. Wir haben ja kein Frühstück gegessen. Wir haben einmal was gegessen beim Italiener. Ja, war lecker. Dann waren wir kurz einkaufen. Manche hat ihre Maske verloren, sich eine neue gekauft. Auf einmal war sie weg. Jetzt hat sie eine Markenmaske. Bisschen spazieren gegangen. Lange spazieren. Haben der kleinen Schuhe gekauft. Sie hat neue Schuhe. Sie hat ihre ersten paar Schuhe. Hat sie. Und jetzt planen wir einen Tag für heute. Besuch im Friseursalon. Nennt man das so? Besuch bei Maskebändern. Aber sich die Schauspieler die Klinke in die Hand geben. Ach, hör auf. So sieht's aus. Das ist das Plan für heute. Jetzt kriegen wir da erstmal Frühstück aufs Zimmer. Das ist ja wirklich, also lassen uns einfach total verrühren hier. Und dann lassen wir einfach die Betten machen. Stell mal vor, Marlies. Die lassen wir machen. Da muss man einfach nur ein Schild anhängen. Bitte Zimmer aufräumen. Das Schild nehme ich einfach mit für zu Hause. Ja, genau. Guck, was da passiert. Guck mal, ob jeder kommt, wa? Die Kinder, was ist das denn? Ja. Können wir damit basteln? Ja, genau. Wir spielen damit Hotel. Was hast du denn jetzt schon wieder gegessen? Jetzt zieh dir mal deine Schuhe an. Yay, sind das deine neuen Schuhe? Ja. Die Recke Doppeldecker? Ganz toll. Die sehen ja so. Däumlingsschuhe. So süß aus. Oh, das ist richtig für Laufanfänger. Guck mal, das ist. Flexi. Ja. Auf geht's. Tag. Oh, wow. Hey. Und wieder zurück. Schuhgröße 20. Ja. Klein legt man los. Und wird so schnell groß. Na, du musst ja nicht. Ja, na dann pack mal aus. Kommt alles mit eben mal. Der Achim ruft an und das Frühstück kommt. Mmh. Lecker. Oh, wunderbar. Ja, Kaffee. Wir können mal hier abräumen. Den Kaffee kannst du mal hier drüben hinstellen. Eierbecher ist leer. Wie, der Eierbecher ist leer? Das ist wahrscheinlich neu. Das wird hier drin sein, oder? Glaube ich nicht. Egal. Wie egal? Was habe ich denn hier nicht? Fehlt da nicht ein Ei denn? Wahrscheinlich fehlt ein Ei, aber ich will eh keinen. Nee? Jetzt wolltest du noch Eier kochen. Für dich dachte ich, nicht für mich. Na, ich hab ja mein Ei. Deswegen. Ich esse, glaube ich. Leerer Eierbecher, das ist gut. Ja, so ist das hier. Oh, hat er auch nicht voll bezahlt, ne? Schon das Sparangebot genommen. Sie kriegen zwar den Eierbecher, aber kein Ei. Das könnten sie kriegen. Das könnte ihr Preis gewesen. Im Schlafrock. Würstchen im Schlafrock. Da ist so Schinken drum, ne? Ja. Oh, das ist warm. Mmh.
Bis ich immer entfernt, so schnell weg und dann wieder hin. Naja, ist doch gar nicht so schlecht. Hey, Fahrstühle, bei denen man sieht, wo man hinfährt. Ich habe schon eine Odyssee erlebt. Odyssee im KDW. Oh, da kommt der Fahrstuhl. Sogar eine Kappen. Die Kleine schläft. Und die Große hat eine Regenjacke. Eine neue. Bitte folgen Sie mir. Oh, nee, auch schon. Mach mal in die Null, ne? Ja, ich glaube. So, ich hab schon gedrückt. Ich hab nichts gespürt. Laufen einfach welche ohne Maske rum? Ich kann nun mal gar nicht. Kann doch gar nicht. Man sieht aber auch nichts, wenn man runterguckt. Man guckt nur in die Maske rein. Wir waren beim Friseur. Ich habe mir meine Schapitze nachschneiden lassen und wurde auffrisiert und Marlies auch. Und? Das Zimmer wurde gemacht. Alles wieder ordentlich. Sauber. Ach, so schön. Marlies hat einen neuen Regenanzug bekommen. So eine Regenpellerine. Als wir dann unterwegs waren, fing es an zu regnen. Wir sind ja so weit weg von zu Hause. Mit deinen wunderschönen neuen Schuhen. Dankeschön. Was haben wir denn hier? Ach so, das ist das Fernsehprogramm. Da los. Tür auf, Tür zu. Pass auf, sie ist hinter der Tür. Wie immer. Sie ist in der Tür. Wie macht sie das? Sie hat den magischen Griff. Raus hier, ne? Jo, essen wir mal gerade noch. Italienisch. Bei Capone. Bei Al Capone persönlich natürlich. Und wir haben ein kleines Spielzeug gekauft hier. Guck, was sie dazu sagt. Und jetzt ist unser Tag für heute auch fast um. Jetzt gammeln wir noch ein bisschen rum. Ich lese noch ein bisschen im Buch und schaue ein bisschen Fernsehen. Mutti geht nochmal joggen. Ona, guck mal hier. Ja. Ja, das sind deine neuen Schuhe. Ja. Guck mal hier. Willst du das haben? Weißt du, was das ist? Das sind Spielsteine. Kannst du damit schon was anfangen? Genau, nimm die raus. Hier. Ja, genau. Klack. Toll, was du da hast. Von Tegu. Oh ja, na gut. Oh. Oh, das ist der Tag für heute. Oh, ganz locker. Wieder so lecker gegessen, wieder italienisch. Das Frühstück war lecker heute. Davon war so viel da, dass wir jetzt fürs Abendbrot noch haben. Ah, wir haben keine Pasta.
Das ist doch toll. Einfach nur gammeln. Das Toilette. Na, Geschäft erledigt, hä? Racker, Racker, Doppeldecker? Ja. Ja. Mann, wie kann man nur so süß sein? Bist du ein süßes Mädchen? Oh, wie sportlich du bist. Ja. Komm her, komm her. Ah, komm her, komm her. So ab. Hältst du dich an der Kette fest? Guck mal, hältst du dich schön an der Kette festgehalten. So. Wir warten auf das Essen. Es kommt nicht. Unser Frühstück. Wir gucken Bares für Rares. Dein Orangensaft. Ich glaube, wir machen von allem ein bisschen mehr. Normalerweise würde ich mir zu keinen Kaffee bei essen und für zwei Orangen. Das ist auf alle Fälle das Frühstück bei Müller, so sieht das aus. Eine halbe Stunde sitzen wir schon hier. Viel zu lange. Bist du müde? 10 Minuten länger darf das nicht dauern. Da beginnen wir jetzt gleich spazieren. Bis zur Bade, das ist ein Stück. Schläft sie dann ein. Und wir haben von erstmal ein neues Puzzle geschenkt bekommen von unserem Haus- und Hofjuwelier, Herrn Bade. Ein neues, altes Puzzle. Jetzt haben wir schon 2 Spiele für Sie hier. Eins haben wir gekauft gestern. Sie sehen ganz zufrieden aus. Und ein Puzzlespiel. Und jetzt wird sie gewickelt. Wir kommen gerade jetzt wieder. Das war eigentlich unser letzter Tag schon. Wir waren wieder mal essen. Wir waren auf dem Spielplatz. Spazieren. Lange spazieren. Haben uns hier mal die ganzen schönen Häuser angeschaut, die es hier so gibt. Das ist wirklich Wahnsinn. Die ganzen Galerien, die Geschäfte. Man muss sagen, die sind alle sehr freundlich hier. Auch in den Geschäften, beratungstechnisch. Ja, echt mal, da sind die Leute wirklich tatsächlich in diesen durchgestylten, trendy Läden bei uns, sind die unfreundlicher als hier. Und hier sind die auch richtig durchgestylt. Und teuer. Und teuer. Meine Güte. Da kostet halt so ein oller Esstisch mal schnell 3.000 Euro. Oder mehr. Und ein Sofa mal schnell 15.000. Oder mehr. In der Basisversion. Aber die sind richtig freundlich. Und gute Beratung. Also nicht nur hier, ich will verkaufen Beratung, sondern gute Beratung. Muss man sagen. Wieder. Ja, klar. Wie gesagt, lange spazieren wir mal. Lange bei Bade. Ich auch mal sehr lange. Lange. Lange, lange. Ja, Marlies joggt die ganze Zeit. Morgens und abends dauernd joggt sie, weil Marlies gibt nicht auf. Marlies wird es schaffen. Wie sie es schaffen wird. Die werden Augen machen. Dann kommt sie an mit Riesen, voll durchtrainiert und macht Liegestütze, Rumpfbeugen, joggt 2 Kilometer morgens, 2 Kilometer abends, hier richtig rund. Ich würde mich gar nicht zulassen, muss ich mich genau, wenn sie sagen, was ist ein Dritter, ist doch keine Frau, ist doch gedopt. Was ist das? Das ist ein Marlies. Ah, ein Marlies, na gut. Die Kategorie Übermensch. Übermama. Jetzt bin ich müde. Gibt kein Über, gibt kein Unter, es gibt ein Marlies. Es gibt nur ein Marlies. Das bist du. Na gut, letzter Abend. Wir entspannen noch ein bisschen. Später gehe ich noch joggen. Ja, später jetzt noch joggen. Und dann, 3 Stunden. Und dann wird noch einmal gefrühstückt morgen und dann fahren wir wieder nach Hause.
Geht nur ums Essen hier bei uns, immer. In die ganzen, heißt es auf dem Zettel raus? Die ganzen Blocks über geht es nur ums Essen bei uns. Ihr seht uns essen morgens, abends. Das wissen wir aber eigentlich gar nicht. Wir reden vom Essen, doch, wir essen ganz viel. Wir essen tatsächlich, auch wir essen dreimal am Tag, ja. Es ist kaum zu glauben. Zucker. Manchmal nur zweimal am Tag. Ja. Aber auch das ist viel. Zweimal am Tag, guck mal, es sind pro Woche 14 Mal Essen. Das ist ja unglaublich. Sie ist wieder weg. Ja. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Wunderbar. Brauchst du einen Moment? Nee, jetzt gehst du joggen. Eine Minute Zeit hast du. Gehst du joggen. Das heißt, du musst dann abends... Die Minute ist um. Du musst. Aufpassen. Du musst jetzt. Und morgens gehe ich vorm Laden. Jetzt musst du los. Hey, komm, ich habe 6 Wochen Zeit. Ich muss mich erstmal. 2 Kilometer warten auf dich. Hopp. Komm, das ist der Test. Da haben die Kinder Zeit für dich. Scheiße. Das ist so heiß. Ich habe noch diesen Bummel dabei. Ja, das ist so. Du wirst irgendwann mit 2 Kilo Gewichten links und rechts machen. Alles für einen guten Zweck. Ah, ja, wir sind jetzt durch mit dem Urlaub. Jetzt essen wir nochmal Frühstück hier. Und dann fahren wir nach Hause. Und, mit dem noch zu sagen, ich habe natürlich jetzt keine Zeit gehabt, Videos zu machen und Videos zu schneiden. Und bin dann aber eben ab dem Wochenende wieder für euch da. Also sprich ab jetzt, wenn ihr es seht. Ne? Und das ist wirklich toll. Freut mich auch so ein bisschen drauf. Bin mal gespannt, was im Laden gelaufen ist. Bin, wie gesagt, Achim sehr dankbar, dass er mir auch das jetzt mal ermöglicht hat. Die 3 Tage hier durchgehalten hat. Das ist wirklich super gelaufen, muss man sagen. Ne? Guck mal, was er sagt, wenn wir nachher nach Hause kommen. So bestimmt, oh Mann, der eine Tag hat er ja schon gesagt, ah, so langweilig. Das ist ja nicht, dass ich mir was ausdenke oder so. Er hat mich angerufen, meinte schon so, gern, so langweilig. Nichts zu tun. Da hat man manchmal echt nur einen Kunden am Tag oder so und das ist eigentlich auf 12 Stunden fast unerträglich. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht zu Hause. Jetzt haben wir quasi noch einen Tag, 1,5 Tage, dann sind die Kittys da wieder. Da kann Marlies noch ein bisschen zu Hause sich akklimatisieren und mal gucken, wenn sie jetzt hier vom Joggen kommt. Das müsste nämlich jeden Moment sein. Sie joggt jeden Morgen, jeden Abend. Joggt sie 2 Kilometer. Sprich, macht 4 Kilometer. Jeden Tag rennt sie. Die hat was vor. Die will das schaffen. Das nächste Mal die Prüfung, das will sie schaffen. Sie hat nur wegen der Ausdauer hat sie nicht bestanden. Sie ist eigentlich so sportlich. Und natürlich, weil ja, sie war ja auch. Hat ja auch diese Gesichtsnerv
Lähmungen da gehabt, wo sie immer noch nicht wissen, was das ist. Und Lumbalpunktion und Cortisontherapie und da war sie ja bei null. Also da war sie ja mit der Leistungsfähigkeit ganz unten, hat völlig abgebaut, 6 Wochen flach gelegen, hat eine 5000er Einheit bekommen, Cortison jeden Tag. Also die ist ja völlig außer Gefecht gesetzt gewesen und dass sie das überhaupt sich wieder hochgerappelt hat bis jetzt, bis zu dem Punkt. Ich bin total stolz auf sie. Also das soll mal gesagt werden auch, weil ich weiß ja nicht, ob das alles auch so rüberkommt, immer wenn man nicht live, aber das war richtig, sie konnte ja kaum noch laufen, die war ja total fertig die ganze Zeit. Ja. Und musste ja nebenbei noch die Familie machen, also alles, weil ich ja im Laden war und ach Mensch. Gucken wir mal. Da kommt sie. Hey, du wirst fitter. Ich hab kurz zur Pause gemacht. Wann? Auf der Hälfte. Ja. Oh, du wirst trotzdem fitter. Ja, das wahrscheinlich funktioniert es langsam mal. Das ist eine Konditionierungssache, ne? Ist sonst so heiß wie sonst was. Ja, ist ja normal, gerade wenn du aufhörst denn. Deswegen laufen ja viele hinterher noch. Also normal laufen sich so aus, bis es sich normalisiert hat. Ja. Das ist ja geil. Ja, finde ich gut. Cool. Sie kann schon laufen. Sie kann schon atmen. Ja, jetzt gibt es Frühstück, auf alle Fälle. In einer halben Stunde. Kannst du ja duschen gehen. Lecker, lecker, lecker. Mm. Naja, so ist es dann. Dann sehen wir uns gleich zu Hause in der Werkstatt. So, das war unser Urlaub 2020. Mehr wird es in diesem Jahr nicht geben. Das ist schon mehr als gedacht. Also mehr als wir schon uns hätten träumen lassen eigentlich. Ja. Und auch wenn wir nur nah dran waren, hat es uns allen dreien, denke ich mal, gefallen. Ja, für Ona ist es ja die erste Erfahrung so gewesen, jetzt mal woanders zu sein, irgendwo rumzutapsen, alles zu entdecken. Stimmt, und weil in der Corona-Zeit war sie ja jetzt wirklich nur zu Hause, mehr oder weniger. Weil sie ist ja nun mal unser kleines gefährdetes Baby auch. Ja, mit ihrer Immunschwäche da, mit ihren Antibiotika, Dauerantibiotika, was sie da bekommt, ist ja nun, die gehört ja nicht zu, unbedingt zu den robustesten, resistentesten Kiddies, wa? Hast schon so viel erlebt, so viel durch, Mann, so viel Ärger haben wir mit dir auch gehabt, Wahnsinn. Ja, mit der Mutti hatten wir Ärger. Ja? Gar nicht. Ja, auch hatten wir auch Ärger mit dir in den letzten Wochen. Also, ja. Und jetzt, ach, hier haben wir noch ein Fläschchen. Den nehmen wir auch noch mit. Und jetzt gehen wir nach Hause. Morgen kommt die Family wieder. Wir freuen uns. Nee, morgen, ne? Samstag. Unten bezahlen. Und jetzt müssen wir unten bezahlen noch, blechen und dann sind wir gleich im Laden zu Hause, wo auch immer. Und Wasser. Oh, Frankie kommt auch nach Hause. Frankie! Altes Haus! Alt gut? Wie fühlst du dich? Es geht mir gut, ich meine, es könnte, weiß Gott, schlimmer sein, so sagt man. Fenster aufgemacht, da sehen wir dich. Alle kommen zurück, alle kommen wieder. So, dann brauchen wir jetzt erstmal mit der Frankies. Oh, wieder da, wunderbar. Morgen früh auf die Waage gehen. Was habt ihr noch? Hab ich 62. 62 oder so. Yay! Obwohl wir gut gegessen haben. Ja, wir haben gut gegessen, aber wir haben regelmäßig gegessen. Ich war immer satt. Und wir haben nur einmal gegessen. Also immer so, einmal zur Mahlzeit, nicht zwischendurch. Hier mal ein Dickmann, da mal ein Bonbon, da mal ein Keks. Und hier liegen sie ja wieder. Dickmanns, After Aids,
diverse andere Sachen. Das esse ich gar nicht, das essen die Kinder. Ja. Ach, du isst denn abends doch mal auch ein Dickmann, zack, bumm. Ja, manchmal, aber ja, das ist das Problem. Und dann wird jetzt sich freuen, wenn sie wach wird. Ja? Zu Hause. Klar, jetzt alle Sachen. Da fällt das Spielzeug schon ja nicht auf, was wir mit hatten. Aber es war auch schön zu sehen, dass er auch mit so wenig klarkommt. Ne? Ja. Immer wieder. Was ist, ich wollte gießen. Na, dann gieße ich jetzt und dann bin ich. Hinten musst du nicht gießen, sind noch feucht. Dann zieh ich mich um. Naja, hinten habe ich ziemlich viel gegossen. Achso. Oh, du bist ja hier aus, ne? Ja, ich muss auch nicht. Ach so, du hast. Das macht da schon viel aus. Wunderbar. Was sagst du? Achim bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Wird einen Narbe machen. Ja, wie immer. Ja, aber Kette ist durch und Ritzel hinten. Ja, eigentlich wie unerwartet. Eigentlich nicht zwer. Normalerweise würde ich schlachten. Ja. Schlachten, Rest, Schrott und weg. Ja, da ich beide Bremsprofile noch sehe, also beide Bremsindikatoren. Ja, die Verschleißindikatoren sind da. Aber eigentlich ist es das nicht. Guck mal hier, ja. See. It's fast. Yeah. You're fast. So much different than that. Yeah, no, this one you cannot. We can make it a little bit shorter. The handlebar is original size, and we leave it normally its original size. But if you want, it seems pretty good like that. But yeah, like you have more, what more. I was, it seems like I ride like this. But are you supposed to go down further? Or no? Why? I don't know. Because it's actually much more comfortable than that. Like, so, well, I texted the guy about this, so I'm gonna wait for him to text back about me. Yeah, it's no problem. Ja, schon geil. Naja, gehen wir mal rein. Ja, dann beende ich jetzt erstmal den Vlog, den Urlaubsvlog. Für euch, mit euch. Und sag mal brav. Auf Wiedersehen und wir sehen uns morgen, übermorgen wieder. Mal schauen, wie jetzt das alles fertig wird, wie ich das alles hochgeladen kriege. Oh, ich muss das ja alles noch bearbeiten, Mann. Oh, das ist so viel Material. Also, macht es gut, bis dann. Ciao, sagt der Tommy. Genießt die Zeit, genießt die Ferien. Macht einen Daumen hoch. Schreibt bitte Kommentare. Ganz wichtig, bleibt dabei, bleibt dran, schreibt Kommentare. Und vielleicht gehen wir heute noch die neue GoPro angucken. Die gibt es ja auch. Und mal schauen, was sich da verändert hat. Ob das interessant ist für mich oder ob das nicht interessant ist für mich. Muss ich mich mal ein bisschen beraten lassen. Also, bis dann. Ciao.